nochmal eine kleine Tabelle eingescannt und die liegt mir also als PDF-Dokument jetzt vor. Ich habe die mit dem Voxy-Reader geöffnet und ich möchte mit diesen Daten in Excel weiterrechnen. Ich muss also dieses PDF-Dokument umwandeln in einer Excel-Tabelle und das mache ich mit dem Wondershare PDF-Converter Pro. Dazu habe ich schon mal ein Video hochgeladen. PDF ist nicht gleich PDF, das heißt gescannte Dokumente, die im PDF-Format vorliegen, müssen wir konvertieren mit der OCR-Texterkennung. Hier werden die PDF-Daten also nochmal ausgelesen und dann konvertiert. Wenn wir das dann gemacht haben, dann haben wir diese Excel-Tabelle vorliegen. Freilich, die Daten haben wir jetzt hier als Textzahlen vorzuliegen, mit denen können wir noch nicht rechnen. Ich habe hier mal die Funktion Summe darunter geschrieben und wir sehen ja, der kann die Summe noch nicht bilden, der kann nicht rechnen. Wir kriegen hier die 0 angezeigt. Es genügt hier auch nicht, die Daten jetzt zu markieren und dann einfach oben das Zahlenformat auszuwählen. Das funktioniert nicht. Wir müssen, wenn wir das umwandeln wollen, mit diesen Daten noch ein bisschen rechnen. Wir können zum Beispiel zu jeder Zelle hier eine 0 addieren oder die mit 1 multiplizieren. Wichtig ist nur, dass eben der eigentliche Wert nicht verändert wird. Ich gehe mal in eine leere Zelle, die ist als Standard formatiert und wenn die leer ist, dann hat die ja den Wert 0. Und diese leere Zelle kopiere ich jetzt, markiere mir dann die Daten, mit denen ich jetzt hier rechnen will und gehe auf Einfügen. Ja, und jetzt rechnen wir einfach. Jetzt gehe ich hier auf Addieren und wir addieren jetzt zu diesen Werten einfach den Wert 0 dazu und bestätigen das und dann sehen wir, jetzt hat er diese Textzahlen in numerische Werte umgewandelt. Ich markiere das jetzt nochmal und formatiere die hier nochmal benutzerdefiniert als Zahlen mit tausender Trennzeichen und setze die rechtsbündig. Und jetzt können wir mit diesen Daten hier in Excel auch rechnen. Zum Schluss hier noch ein kleiner Tipp. Bei der Konvertierung ist ein Fehler aufgetreten. Der hat die Quadratmeter hier mir nicht richtig ausgegeben. Das war eine hochgestellte 2, die hat er wohl nicht richtig erkannt. Das möchte ich hier noch ändern. Ich gehe mal in die Zelle rein, markiere mir das Fragezeichen und mit STRG und C kopiere ich mir das in die Zwischenablage und dann markiere ich mir die Zellen, die ich hier ändern möchte, gehe auf Suchen und Ersetzen und bei Suchen nach gebe ich mit STRG und V das Fragezeichen hier ein und da soll mir das ersetzen durch eine 2. Dann brauchen wir bloß noch hier auf alle ersetzen klicken. Dann kriegen wir angezeigt, er hat hier 5-mal das ausgetauscht. Und dann haben wir diesen kleinen Schönheitsfehler hier auch beseitigt. Okay.